Mein lieber Hans, es ist ein merkwürdiges Gefühl, dass alles, was man schreibt, dich vielleicht gar nicht erreicht. Liebe Maria, habe heute die erste Wache abgehalten mit 18 Posten. Trotzdem dein Leben jetzt vielleicht stündlich gefährdet ist. Heute sitze ich matt wie eine Fliege in der schönsten Herbstsonne vor der Türe. Jedermann weiß, dass dieser Krieg unumgänglich ist. Kriegsanleihen zeichnen Sie. Das Feld der Ehre ruft euch! Ich fühle mich so vollkommen wohl, dass mir von den kommenden Strapazen nicht Angst ist. Gas! Gas! Alle Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt. Jedes Zögern wäre Verrat am Vaterland. Und kann schließlich den festen, unbeirrten Willen zum Durchhalten beeinträchtigen. Ich rufe, ich schreie zu dir! Wo sind die Schuldigen? Gibt es die? Da brauste der Jubel auf. So stark, so kraftvoll. Mit einem Kuss, euer Franz. Wie stellen Sie sich eigentlich den weiteren Verlauf dieser Kotzsituation vor?